Hier spricht Ustra, es geht weiter mit Harvest Moon, deiner Tierparade. Ja, ich weiß, beim Abmoderieren sage ich oft noch deine Tierparade, sage ich oft noch Back to Nature. Aber, ihr wisst, bei einem Harvest Moon Titel, da habe ich irgendwie immer so das Gefühl, das verfolgt sie mich halt. Das habe ich auch, ihr müsst überlegen, das habe ich fast 2 Jahre lang gesagt, dass ich das nächste Mal wieder da bin bei Back to Nature. Aber, Zeiten ändern sich, die Spiele nicht so wirklich, weil es ist immer noch Harvest Moon, was ich natürlich schön finde. Und ich finde es schön, dass ihr daran so viel Spaß habt, dass das Ding jetzt sogar im Folgenreich hier und da läuft. Wobei ich natürlich ein bisschen darauf achten werde, dass das jetzt nicht doppelt läuft in dem Folgenreich. Normalfolgen. Oder dass wir sowas haben, sowas krasses haben wie Saga Frontier, wo wir einfach sagen, hey, das läuft jetzt nicht nur als folgenreich, sondern auch als folgenreich Wochenende. Fuck it, weil das, das macht so ein bisschen die Erfahrung hiermit kaputt wegen Abstimmungen und anderen Sachen, wenn das so schnell rumläuft, beziehungsweise schnell vorbeigeht. Jetzt haben wir natürlich ohne Ende, ich sag jetzt mal, Gewinn damit gemacht. Ich muss mal immer meine Kiste zurück, ich muss Edelsteine holen. Das wollte ich noch machen. Jetzt haben wir natürlich ohne Ende Gewinn gemacht, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, dass wir ja irgendwie das Wasser wieder geholt haben. Ihr wisst, wir sind kurz davor, auch die dritte Glocke zu holen, anscheinend zumindest. Und ich wollte jetzt mal eben, kann ich nicht, gibt es nicht eine Schnelltaste, um die Sachen rüber zu sortieren, in den Rucksack oder andersrum? Das ist ein bisschen blöd. Ich wollte jetzt mal eben ein bisschen Sachen schätzen gehen und dann eventuell erstmal wieder Richtung Mine. Außerdem wurde mir gesagt, du brauchst keine Rezepte kaufen, wir machen das schon in der Community. Das finde ich soweit auch ganz schnuckelig, niedlich und nett. Aber das eine oder andere werde ich mir auch in-game als Rezept besorgen, weil ihr wisst, mein Kopf ist wie ein Sieb und wenn ich nicht gerade darauf achte, was die Abstimmungen machen, was die Tiernamen machen oder sonstige Sachen, dann kann ich mir das nicht noch zusätzlich merken, was ihr mir in die Kommentare schreibt für die Rezepte. Natürlich ist es so, wenn ich gerade mal Sachen habe und mal so durchscrolle und vergleiche, was ich so habe, dann werde ich natürlich gerne Sachen ausprobieren, die ihr mir da reingeschrieben habt. Und ich weiß nicht, wie das hier läuft bei dem Game, ob man dann diese Rezepte sozusagen entdeckt und in sein Rezeptbuch schreibt. Wenn dem so ist, dann bin ich natürlich sehr dankbar darüber, jedes Stück G zu sparen, was wir hier sparen können. Ja, es heißt immer noch G, denn ihr habt immer noch die Möglichkeit, dafür abzustimmen, wie denn jetzt die Währung heißt. Es sind ein paar Namen geworden, die ich mir aus eurer Community, Sammelsurium, aus eurem Wissen, aus euren Vorschlägen rausgesucht habe. Und natürlich ein eigener Vorschlag ist dabei und halt der Vorschlag, dass das einfach G heißt. Also stimmt mit ab, das gilt natürlich für alle Sachen, denn nochmal hier gesagt, wer sich vielleicht noch nicht getraut hat, das Abstimmen ist komplett kostenlos und das ist ohne Anmelden und es kostet euch nur ein paar Klicks und ich weiß dann, was ihr wollt und mögt und das, lasst eure Meinung mit in das Spiel einfließen, das wäre ganz schön, das würde mich freuen, denn es heißt Let's Play, lasst uns spielen, uns mit sowas wie zusammen, wir, du und ich, du weißt. Okay, da heiratet jemand draußen. Das ist völlig normal. Die dürfen das, denke ich. Hoffe ich. Einmal Glas gefunden. Und ein Peridot. Sehr schön. Weitere Gegenstände? Ja, bitte. Wir brauchen unbedingt mehr Kohle. Wir brauchen so viel mehr Geld. Und wir brauchen Leute, die wir beschenken können. Wir brauchen Sachen, die wir verschenken können. Einmal Glas. Und ich glaube, Glas ist nichts, was wir verschenken sollten. Wir werden gleich nochmal mehr. Wir werden jetzt auch noch mehr Eisen versuchen zu suchen, denn wir haben ja immer die Möglichkeit, auch noch. Ja, das könnt ihr natürlich auch, ne? Welche. Ein Spinell, sehr schön. Welche Sache wir als nächstes aufwerten. Das ist auch sowas. Ich möchte nichts mehr begutachten. Ich möchte eventuell Schmuck kaufen als Geschenk. Man muss ja mal so gucken, was so geht. Man braucht auf jeden Fall immer Silber, wie man hier so sieht. Aber zum Beispiel hier Spinell und Silber und 300 für einen Spinell-Anhänger. Dann sollten wir, oder für Spinel, oder was auch immer, wie das genau heißt,
sollten wir vielleicht eventuell, maybe, sollten wir eventuell vielleicht und maybe schauen, dass wir die Sachen behalten, um auch eventuell solche Geschenke zu machen. Moin! Du kannst viele Dinge aus diesen Minen holen. Aus diesen hier. Genau diese. Seht sie euch an. Seht ihr meine Mine an. Diese Mine. Nur darin findest du den besten Shit. So, nicht vergessen. Natürlich nicht vergessen. Wir haben die Minecart. Wir können immer zwischen Stadt und hier eigentlich relativ... Ah, das Peridot finde ich nicht so schön. Das ist ja Spinell schon nice Regär. Oh, ich habe einmal Silbererz. Verdammt. Andersrum. So. Wir hätten das Silber jetzt nochmal eben, also mal eben schätzen lassen können. Das habe ich irgendwie. Fragt ihr mich immer, wenn ich weiter schätzen will, oder fragt ihr mich generell, ob ich Steine schätzen will? Das muss ich jetzt auch nochmal uploaden. Weil eventuell hätte ich sonst drauf kommen können, dass ich noch andere Dinge habe zum Schätzen. Dann hätte nicht diese Detour und nochmal hier hinlaufen machen müssen. Wenn wir direkt Silber finden, können wir direkt die Silberkette machen und eventuell direkt die Silberkette jemandem schenken. Ja, ich möchte das gerne. Come on! Einmal Silber, bitteschön. Yes, thank you! Danke fürs Warten, komm bald wieder. Okay, also so, im Normalfall fragt sie mich im selben Menü nicht mehr nach. Wir kaufen uns wirklich diesen Spinell-Anhänger für 300, weil, warum nicht? Wir haben das Geld und wir wollen... Frauen glücklich machen, Schnipsen glücklich machen, vor allen Dingen das. Nicht irgendjemanden, sondern eine Schnipse. Und ich glaube, die Pia-Schnipse wäre jetzt eine gute Idee, wenn wir eh in die Mine wollen, um diese ein bisschen glücklich zu machen. Wir haben einen Bravo-Trank, wir können bestimmt ein bisschen hoch. Und irgendwie fällt mir heute auf, dass mich mein Monitor heute nicht so nervt. Ich mag das, dass auch der so ein bisschen glitzert und einfach sagt, hey, ich bin wertvoll. Schenke mich einer Schnipse und sie schenkt ihr ein Stück ihres Herzens, ihres Herzteils. Sammle 4 oder 10 und heirate sie. Je nachdem, was du gerade vorhast, aber tu es einfach. Garmonemine. Wir waren auch noch nicht ganz oben, das ist auch so ein Ziel, was man so in den ersten 16 Tagen in-game so machen könnte. Einfach mal zum höchsten Punkt im Berge laufen. Und da wir jetzt alles brauchen, wir suchen also, um das nochmal zusammenzufassen, weil ich immer möchte, dass ihr auf dem Stand der Dinge seid, was ich gerade tue. Wir suchen Maulwürfe, den wir auf die Fräse hauen können. Das hat nichts geholfen, schade. Wir suchen Erze, vor allen Dingen Eisenerz, vor allen Dingen... Oh yes, Alter. Oh yes. Oh yeah, Pia. Pia Bürst, kämm dir die Haare schön. Jetzt wirst du beschenkt. Ich hoffe, dir gefällt das. Hallo. Oh, wie schön. Vielen Dank. Ich hoffe, dein... Ich hörte den Klang der Glocke. Ist das eine Art Signal? Ich habe gehört, du arbeitest auf der Farm. Arbeite hart, aber im eigenen Tempo. Es ist eine ziemliche Leistung, dieses Gerät zum Laufen zu bekommen. Oh, danke. Während des Tages Kirschblüten anzuschauen ist schön, aber nachts ist es fast besser. Während des... Okay. Sind wir jetzt Freunde? Ich guck mal. Doch, das war hier. Ich guck mal, was das Freundometer sagt. Ich spreche nicht oft mit Pia. Ist doch völlig egal, wie oft ich mit ihr spreche. Oder nicht? Naja, ich weiß, der Schnipsen hier weiß nicht genau, wie das mit Frauen funktioniert. Aber hey, come on, wenn ich den Ferrari vor die Tür stelle, dann sind wir wenigstens Bekannte, oder? Oder, wie läuft das? Oder verliert man sofort all seine Würde und Menschlichkeit, wenn man der Frau ein zu krasses Geschenk macht am Anfang? Helft dem Schnipsenjäger aus, sagt mir eure Meinung. Was haltet ihr von Geschenken? Sollten die eher klein sein? Sollten das... Also, ich finde,
Okay, ich spreche erst darüber, was ich finde, und dann sprechen wir darüber, was ihr dafür findet. Und damit ich auch ein bisschen auf das Thema drauf komme, weil wir gerade in der Mine sind. Und ich denke, das ist ein Thema, was hier bei Harvest Moon noch nicht so oft war, aber bestimmt interessant ist, weil es halt auch um Schnipsen geht, eventuell auch um echte und reale Frauen. Und Wesen. Und nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Weil man kann definitiv auch Männern was schenken. Hoppala. Ich persönlich finde, Geschenke sind... Ja, es gibt ja so Sachen wie Geburtstage. Für Geburtstage würde ich schon sagen, ja, ein Geburtstagsgeschenk. Auch unter Freunden. Und auch unter nicht so langen Freunden. Ist okay, wenn man denkt, hey, die Person ist cool. Und man möchte einfach eine kleine Freude machen. Man sollte sich bei den Geschenken aber niemals... weil das kommt nie, also meine persönliche Meinung, es kommt nie gut an, richtig extrem auf die Kacke zu hauen. Also, ich meine, man könnte jetzt eine mathematische Formel aufstellen, sowas wie, wie lange kennt man sich, wie gut will man sich kennen, plus, keine Ahnung, wie oft hat man schon was zusammen gemacht, geteilt durch sein Gehalt, ergibt dann ungefähr, was sich lohnt oder beziehungsweise was angemessen ist, jemandem zu schenken. So als kleine Stütze. Aber man könnte auch einfach sagen, einfach eine Kleinigkeit, um einfach zu sagen, hey, wir sind doch, ich meine, ich habe da nicht gedacht. Ich glaube, das ist ganz cool. Das sollte das auch aussagen. So, ich möchte, dass du weißt, dass ich an dich denke. So, egal, ob das jetzt freundschaftlich ist oder, oder was anderes, einfach nur, weil... Einfach nur aus dem Grund der, weiß ich nicht, weil man... Yay. Weil es genau das ist. Man muss... Oh mein fucking Gott. Wo geht's lang? Ich komme nirgendwo lang, oder? Weil ich denke... Achso, ich kann, glaube ich, querlaufen, ne? Anscheinend nicht, aber es geht trotzdem nach oben. Einfach weil ich denke, dass sich jeder über Geschenke freut. So, das mal zuallererst aus dem Weg räumen. Das andere ist, ich finde, solche Tage wie Valentinstage und Ostern und solche Sachen eher schwierig. Also Geburtstage nicht, weil das hat man nur einmal im Jahr und da geht es wirklich um diese eine Person. Aber irgendwie Valentinstag und Ostern und weiß ich nicht und was es alles für andere Tage gibt, an denen man... Oh, hi, was ist das? Löwenzahnwurzel, okay. Diese ganzen anderen Tage, in dem so erwartet wird, das, was geschenkt wird, sage ich jetzt mal so. Ja, manche erwarten das ja wirklich. Da sollte man sich dann so ein bisschen mit Zurückhaltung geben, vielleicht mal eine Blume oder Blumen mitbringen, also... was man halt so macht, aber als auch nicht übertreiben. Ich finde eher, Geschenke sollten einfach spontan sein. Zum Beispiel, weil man in die Stadt geht. Das ist so meine Art zu schenken. Weil man in die Stadt geht und ich was sehe, wo ich denke, darüber hat sie, er oder es gesprochen. Da würde sie sich bestimmt freuen, wenn ich ihr das mitbringe. Und dann bringe ich ihr das einfach, oder ihm das einfach mit. Und, dann ist das okay, ob das jetzt eine Tafel Schokolade ist oder ob das was Großes ist. Hier kommt, wie gesagt, kommt drauf an, was man damit erreichen will und wie gut man sich auch kennt, klar. Und was man auch selber bereit ist und selber tun kann. Aber einfach dieses... Für mich gilt halt immer, das muss... einfach spontan sein und das darf nicht... geplant natürlich auch. Aber es darf nicht so sein wie, ja, jetzt ist aber der und der Tag, jetzt musst du aber das und das schenken. Das finde ich nicht und ich finde auch darüber, freut sich da wirklich jemand drüber. Ihr kennt das vielleicht aus irgendwelchen Serien oder so, gerade in diesen alten Kinderserien ist das oft so gewesen, wo ich noch Kind war. Wo man, ja, du das nicht zu meiner Party und du das nicht zu meiner Party, aber hier, die zu meiner Party müssen, die habe ich eine Einladung geschrieben und da steht dann auch gleichzeitig drauf, was die mir schenken sollen. Fuck. Nein, finde ich überhaupt, das geht überhaupt nicht. Da freut man sich doch nicht drüber, oder? Das ist doch nur noch ein Zwang. Und ich finde, Geschenke sollten kein Zwang sein, sondern sollten irgendwie vom Herzen kommen. Egal aus welchem Herzen, ob es freundschaftlich ist oder anders. Und, das muss einfach passen. Und
das ist dann halt so wirklich, wenn ich was schenke, dann ich mache mir unfassbar lange Gedanken darum. Selbst wenn es so eine Kleinigkeit ist, mache ich mir unfassbar lange Gedanken darum, was man schenken könnte, weil ich nicht irgendwelchen Müll schenken will, was dann irgendwo, ich sag jetzt mal, worüber man sich dann freut, wenn man das bekommt, aber dann nie wieder anfasst. So, was ist hier denn los? Was man dann so sagen kann. Das finde ich blöd. Sieht merkwürdig hier oben aus, oder? Als ob hier irgendein Event stattfinden könnte. Oder so. Bosskampf zum Beispiel. Einfach mal random daher gesagt. Das ist so meins. Also schenken immer, wie es geht. Und schenken immer, wie man... halt nach Lust und Laune schenken. Das will ich, glaube ich, damit eher sagen. Und nicht aus Zwang. Oder weil das jemand erwartet. Sondern weil man das selber will. Und weil man einfach selber möchte, dass man in dem Moment dann jemandem eine Freude machen will. So nämlich. War das okay? Hat man das einigermaßen verstehen können? Da habe ich mich zu viel im Kreis gedreht. Eher das Letztere, ich weiß. Aber bei solchen Themen, da schaffe ich nie direkt den Kern der Sache, direkt auf den Punkt zu kommen. Sondern da ruder ich immer so um die Sache rum. Aus keinem anderen Grund, außer dass ich halt rumruder. Ja. Was haltet ihr denn davon? Verschenkt ihr viel? Verschenkt ihr wenig? Also ich verschenke eher relativ wenig, um das so zu sagen. Aber wem ich was schenke, dann habe ich für mich auch persönlich entschieden, dass das wirklich jemand ist, dem ich auch was schenken will. Und wo ich dann davon überzeugt bin, dass ich jemandem auch was schenken mag. Also hört sich das okay an? Ich hoffe ja. Also ich bin so ein wenig Schenker-Typ. Aber ich bin dann auch so ein Typ, der dann einfach random, ich sag jetzt mal, Blumen mitbringt. So, zum Beispiel. Oder der mal random sagt, hey, hier, ich hab, keine Ahnung, Schokolade verkauft. Und ich verkaufe Schokolade! Ich meine, ich hab Schokolade gekauft und oder so Riegel oder so irgendwas anderes. Und ich verteile die dann an die Leute, wo ich wirklich denke, ja, okay, an die kann ich das geben oder weiß ich nicht was. Ihr wisst schon, was ich meine, hoffe ich. Wir verstehen uns doch, wir reden doch auf einer anderen Ebene zusammen, oder? Wir müssen es nicht mit Worten klären, ihr seht mich und ihr seht, dass ich, wie ich das meine, oder nicht? Und ja, also wie schenkt ihr? Schenkt ihr viel? Schenkt ihr wenig? Was schenkt ihr, würde ich nicht fragen, weil das geht dann zu weit. Aber zum Beispiel, wie ist das in eurer Familie? Schenkt ihr euch was zum Geburtstag? Schmeißt ihr zusammen? Geht ihr mit der Familie lieber essen an Geburtstagen? Solche Sachen würden mich interessieren. Oder wenn ihr darüber reden wollt, mich interessiert das, wo ihr darüber sprechen wollt, ganz klar. Aber das fände ich halt super interessant, darüber zu lesen. Und vielleicht kriegt man selber... oder auch vielleicht andere Leute aus der Community dann auch selber Ideen, was man eventuell noch nicht verschenkt oder was man mal versuchen könnte, weil zum Beispiel kenne ich Leute, die super wenig und super gar nicht zum Beispiel spontan schenken, was ich an einer Stelle schade finde, weil das sind immer nur die schenken dann was, wenn es dann erwartet wird. Und manche, die sind so im Kaufrausch verfallen und denken dann, man muss mal alles und die Welt schenken. Das finde ich auch merkwürdig. Aber manche Leute mögen das natürlich auch. Es gibt auch die andere Frage, wenn ich gerade so im Quatschen über dieses Thema bin, während ich hier versuche, Loot zu holen ohne Ende. Hoffentlich ohne Ende Loot. Gibt es natürlich auch noch genau die andere Gegend. Sozusagen, wenn ihr das nicht beantworten wollt, was ihr alles verschenkt, dann beantwortet mir doch einfach die andere Frage. Heilgas ist gut. Dann beantwortet mir doch einfach die andere Frage. Und zwar, die da lautet, was war das für Gas? Diese Frage wollte ich nicht wissen. Ich wollte eher wissen, mögt ihr Geschenke? Lasst ihr euch gerne beschenken. Es gibt zum Beispiel Leute, denen ist es total unangenehm, etwas geschenkt zu bekommen. Kenne ich auch. Soll es auch geben. Und da ist die Frage, warum ist euch das unangenehm? Mögt ihr das nicht, von wem die Geschenke kommen? Weil ihr nicht wollt, dass der oder diejenige euch etwas schenkt? Aus welchem Grund auch immer?
Oder seid ihr lieber jemanden, der selber lieber eine Freude gerne macht und nicht möchte, dass sich jemand für euch, ja, weiß nicht, zum Beispiel den Geldbeutel aufmacht oder die Mühe macht? Es gibt ja alle möglichen Arten und Ideen. Aber das ist sicherlich eine interessante Unterhaltung, die man führen kann. Falls man nicht beantworten möchte, warum man selber gerne schenkt. Oder was man gerne schenkt. Es gibt doch so Standards. Es gibt ja auch Leute, die, sag ich mal, die haben so einen Standard, das schenke ich gerne an Leute. Das ist ja auch völlig okay ist. Ich meine, wenn es klappt und sich die Leute drüber freuen, warum sollte man das nicht machen? Und wenn man herausgefunden hat, dass man mit dem und dem Geschenk immer ganz gut ankommt, ist auch cool. Ne? Alles so Fragen, die man sich stellt, wenn man Schnipsen bei einem Videospiel oft mit Geschenken versorgt. Was wir ja bei Harvest Moon, viele gelbe Edelsteine, habe ich das Gefühl. Was wir ja bei Harvest Moon immer mal wieder haben, dieses Thema. Hoppala, Krankheitsgras. Krankheitsgras? Du hast dich erkältet? The fuck is going on? Ich gehe gleich zum Arzt. Schnelligkeit. Ich habe mich erkältet? Was war AIDS unter dem... Entschuldigung. Aber was war unter dem Stein? AIDS? Herpes? Diarrhoe? Und das ist ganz schön hoch übrigens. Ich sag's ja nur ungern, aber 45 Level nach oben ist fucking weit. Und ich glaube, das sind, glaube ich, wirklich nur 45 Level und mehr gibt's hier gar nicht. Aha! Des Ausgangos. Da gucken wir mal. Wenn wir schon mal hier sind, können wir mal gucken. Lassen uns mal ein bisschen von der Gegend hier spoilern. Oh wow, mit Cutscene sogar. Ja, das ist natürlich. Auf diese Treppe würde ich gehen. Wer wohnt hier? Der Dovahkiin oder was? Anscheinend. Okay. Das ist normal. Dass ich diese komischen Schriftzeichen auch nicht lesen kann, finde ich so merkwürdig. Wow, Hot Spring! Am Gipfel des Berges gibt es heiß Wasser. Wer die Pumpen wohl bezahlt, dass die hier oben sind. Aber schön, vielleicht ist dann auch die Erkältung weg. Du bist nicht länger müde, deine Energie ist zurück. Aber ich bin wahrscheinlich trotzdem noch... Jupp! Immer noch AIDS. Verdammt. Ganz schön episch hier oben. Vögel wohnen hier. Das ist gut, denke ich. Noch mehr Event? What? Ich habe einfach A geklickt. Du hast eine Kraftbeere gefunden. Du fühlst dich stärker. Also ich habe hier einfach A gedrückt. Random. Und wollte einfach so ein bisschen... Okay. Das ist gut, denke ich. Ich dachte, das wäre ein Event. Ich drücke meistens einfach A, weil ich bei solchen Spielen gewohnt bin, dass man irgendwelche Sachen findet. Zumindest gibt es hier sonst kein weiteres Event. Aber zumindest ist hier coole Mucke und, ja. Okay. Ich hoffe, wir kommen auch genau... Wir kommen jetzt ganz normal wieder runter. Ich wünschte, man könnte dann... Ist es jedes Mal Arbeit nach hier oben? Und müssen wir jedes Mal wieder hochlatschen oder können wir uns jetzt unten entscheiden, direkt nach unten zu laufen? Ich hoffe eher Letzteres. Und warum habe ich Super AIDS, ey? Meine Güte. Zurück zum Anfang. Wenigstens kann man immer schnell runtergehen. Jetzt gucken wir mal eben, dass wir die Sachen geschätzt bekommen. Vielleicht... Oh Gott, das ist so schlimm! Ich schwitze aus allen Poren. Ekelhaft. Ich muss mir neue Kleidung kaufen und die alte verbrennen. Oder weiß ich nicht genau. Ich hoffe, Finn hat sich nicht angesteckt. Ich mag es auch, dass hier die Läden so lange aufhaben bei dem Spiel. Da hat man nicht so Stress, wenn man so, wenn man bei anderen Spielen immer Harvest Moon für den SNES, was wir auch manchmal ab und zu noch immer auf dem Kanal spielen, wo einfach, wo du dich einfach morgens entscheiden musst, in den Laden zu gehen, sonst kommst du nie wieder in den Laden. Das ist mir einfach zu krass. Wir haben 6. Wir bräuchten 3? Vorgang, wirklich abbrechen, ja. Wir können das wertlose Erz mal weggeben, glaube ich.
Denke ich, meine ich. Wir können das einfach an Uli schenken. Das wäre eine gute Idee. Ja, wenn wir drei Plätze zum Begutachten brauchen, sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen was wegwerfen. Vielleicht haben wir noch Pilze dabei oder sonst irgendwelche Sachen. Ich finde es auch blöd, dass wir zu viel Ausdauer haben, obwohl wir krank sind. Das sieht immer so aus, als ob man irgendwie nicht richtig gearbeitet hat, oder? Schade, dass die heiße Quelle die Krankheit nicht weggemacht hat. Das wächst an vielen Orten als Medizin verwendbar. Ja, da soll ich die mal essen, oder was? Ist das der Plan hier? Ist das der Plan, Möwenzahn... Zähnewurzeln zu essen, oder muss ich gleich wirklich mal ins Krankenhaus? Das werde ich gleich auch noch versuchen. Ich hoffe, das hat länger als 18 Uhr auf, das Krankenhaus, damit ich eventuell da noch hingehen kann. So, jetzt aber. Steine begutachten. Wir fangen mal damit an, mit den Weizen-Edelsteinen. Ja, bitte. 6 weiße Edelsteine machen. 5-mal Glas! 5-mal! Und ein Opal. Ein Opal ist ziemlich wertvoll. Aber ein? Oh, what? 10 gelbe Edelsteine. 10 gelbe Edelsteine machen. 7-mal Glas. 2 Bernsteine. Okay, und was noch? Und ein Topaz. Okay, Topaz ist ziemlich heftig. Der Rest des Erzes wert. Ich weiß nicht, ob man das wertlose Erz wirklich schätzen lassen muss. Weil ich meine, das gibt doch sowieso nur Alteisen oder what? Ich find's blöd, dass man nicht einfach sagen kann, hier, nimm einfach alles, schätz einfach alles nacheinander und zeig mir nicht immer diese Szene. 2-mal Silber macht auch 2-mal Alteisen. Das hat sich gelohnt. Ich dachte, wir können noch mehr. Was ist denn mit den 3 Kupfererz? Können wir für die 3 Kupfererz? Ich meine, das ganze Geld ist gleich weg, was wir gemacht haben. Ein Alteisen, nice. Und 2-mal Kupfer? Und 2-mal Kupfer. Und das hat sich schon mehr gelohnt. Was haben wir denn noch? Gold. Ist das etwa Gold, was da glänzt? Nein! Nein! Nein, nein, nein. Das war kein Gold, was glänzt. Und, Eizenzammer haben wir auch noch. Also go. Also go. Du hast nicht genug Geld. Okay. Das ist normal, denke ich. In der nächsten Folge werden wir zum Arzt gehen. Freut euch darauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.